Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir angefangen, unseren Thronsaal zu planen. Ich hatte aber, wenn wir alles hinkriegen mit unseren Waffen, die ich angefangen habe zu planen, vor, mal anzugreifen. Aber kann sein, dass das jetzt noch ein bisschen dauert. Weil ohne die Waffen, würde ich sagen, lohnt sich das überhaupt noch nicht anzugreifen. Weil wir so billo ausgerüstet sind. Es sei denn, wir ballern jetzt mit Nitro die zwei Gewehre fertig. Das könnte natürlich was werden. Wie geil das einfach steigt, wenn Blitze kommen, ne? Kritischer Alarm, Feuer. Ja, komm, hier machen wir mal einmal hier liberale Veranstaltungen. An Lichtkugel gestartet? Sollte hier eine an einer Lichtkugel gestartet werden. Ah, perfekt. Let's go. Mach mal ein bisschen Stimmung hier. Hey, lol, das war's. Oh no. Ernsthaft? Hä? Mit Strom versorgt? Hä? Natürlich. Hä? So. Wollte ich doch meinen. Was ein Schwachsinn. Wo ist Silvester? Du verpasst alles. Gib Gummi. Langweiliges Ritual. Die Party war langweilig. Schlechtes Tanzen und lausige Musik sorgten dafür, dass sich die ganze Sache wie Zeitverschwendung anfühlte. Jeder, der im Ritual teilnahm, hat -1 Stimmung für 6 Tage. Aufgrund der folgenden Faktoren lag die Qualität bei 93%. Mich verarschen. Fickt euch doch einfach alle. Ist einfach alles Kacke. Ja, ehrlich, bau mal ein Gewehr fertig. Ist doch alles scheiße. Okay, das Gewehr dauert ganz schön lange, so zu bauen. Dauert echt lange, ein scheiß Gewehr zu bauen. Was ist das denn jetzt vor? Mein Dingen ist ja hier schon wieder weg. Wo ist das scheiß Ding nochmal? Hier nicht, hier nicht. Produktion, hier. Ich weiß nicht, warum die das immer abreißen, Alter. So. Was ist denn hier schon wieder hier? Warum liegt denn hier Blut? Was ist denn mit denen? Warum kloppen die sich denn? Verstehe die Leute einmal. Gibt auf. Fuhr, was ist denn jetzt schon wieder los? Schlechte Laune? Junge, ich geb dir gleich schlechte Laune. Hat aufgegeben und geht. Wohin? Wo willst du denn hin? Alter, was ist denn los mit dir? Och nö, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, Alter. Nur weil diese scheiß
Fest langweilig war, sind die jetzt alle schlecht drauf und hauen wieder ab. Aber vorher war immer schon so ein schwerer Fall. Falscher Punkt geladen. Ich gebe mir ja schon wieder voll auf den Geist, die Kacke hier. So. Los jetzt. Okay, komm, nochmal. Los, liberale Veranstaltung. Diesmal klappt's aber. Bestimmt wegen dem Gewitter. Ich warte mal das Gewitter ab. Arnie, du warst Fernkämpfer, ne? Arnie kriegt jetzt die Dicke hier. LMG. Probieren hier. Verwilderung fuhr. Fuhrkapitän hat genug von der Zivilisation. Sie hat erkannt, dass wilde Tiere. Ich soll versuchen, sie zu zähmen. Och man, warum läuft das denn jetzt alles so kacke? Ich habe da doch keinen Nerv drauf. Ich habe ein Ziel. So, komm. Scheiß was. Scheiß auf die Rolle da. Ist doch alles kacke. Gib mir doch alles auf den Sack hier. Können wir jetzt einfach den Thronsaal bauen? Das wäre auch richtig geil, wenn wir das alle machen würden. Ohne irgendwelche Komplikationen, ohne dass irgendwer abdrehen will oder ausflippen oder was auch immer. Hier kommt Babydeko. Jetzt rennen die natürlich alle hier hin. Feuer, 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 Feuer löschen und so. Jetzt haben sie zwei Stellen gelöscht und hauen wieder ab. Rettung benötigt, Euli. Was ist denn mit ihm schon wieder hier? Medizinmann. Rette Euli. Alter, diese Folge läuft wieder gar nichts hier. Wie sieht's mit dem Gewehr aus hier? 312. Ist das gut oder ist das schlecht? Die Forschung läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal gut im Sensitivbecken. Das ist schon mal so. Na gut, die Hälfte ungefähr. Die Gegentiere hungern? Ja. Ach klar. Lief ja jetzt auch ein paar Folgen ganz gut, ne? Wir müssen ja jetzt wieder alle wieder voll am Rad drehen hier. Aber so an sich kann man sich vorstellen, dass hier so an sich gar nichts war hier. Wenn man so die erste Folge so im Hinterkopf noch hat.
Wir haben auch keine Bauteile mehr, ne? Das ist auch scheiße. Wir sind jetzt schon wieder erschöpft hier. Fuhr. Fuhr ist irgendwie andauernd erschöpft hier. Hier hat ja auch andauernd Blagen. Absoluter Entspannungsmangel. Machen wir mal hier Fuhr. So. Fuhr hat irgendwie immer Stress. Ja, jetzt drei Leute waren gerade am Buddeln. Ist das geil. Oh, hier ist schön viel Stahl, ne? Ah, hier die... da komme ich nicht dran, glaube ich, ne? Das ist scheiße. Stimmt, da komme ich nicht dran. Wegen Strom. Oh, das ist kacke. Eine Leitung dahin. Nein. Welche? Eine Leitung dahin. Wo ist denn jetzt schon wieder scheiß Feuer? So, da. Haben sie aber schon gelöscht. Sehr gut. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass das lange dauern wird. Besessen von Leichenfuhr. Holz sieht auch richtig krass aus. Einfach mal so just for fun auch mal. Guck mal, mein Stromgenerator hier, das läuft ja, ne? Ja. Ach, wir haben ja hier Dingsbums, fehlt ja auch wieder. Wo war das denn jetzt hier nochmal? Temperatur? Nein, Produktion, ne? Krematorium. Bumm. Was haben wir hier? Sandstein. Struktur. Wand aus Sandstein. So. Erlauben. Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, wo ich unseren Entspannungsraum hinbaue. Ich will den nicht mehr hier haben. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das mache ich auch. Machen wir so. Bumm. Dann haben wir die Lücke da auch noch. So. Meisterwerk. Nice, dann tauschen wir einmal meisterlich. Hochzeit steht an. Sind eine Trombos. Giftiger Fallout. Ein weit entferntes chemisches Feuer hat eine Giftwolke über der ganzen Region freigesetzt. Jedes Lebewesen, das kein Dach über dem Kopf hat, erkrankt langsam am giftigen Staub, der sich aus der Atmosphäre absetzt. Es könnte in einigen Wochen vorüber sein oder es könnte viele Quartale überdauern. Oh mein Gott. Okay, Casanova, du hast die Waffe. Wer war denn noch hier? Fernkampf, Wiener.
So. Böden. Platte aus Sandstein. Bumm. Bumm. Oh krass, giftiger Fallout. Ohne Scheiß, jetzt werden alle meine Leute sterben. Vergiftung beginnend. Gift im Blutkreis aus Uwache. Hierfür sind zum Beispiel Umweltgifte, Giftbisse oder vergiftete Waffen. In hohen Dosen ist eine Vergiftung tödlich. In niedrigen Dosen kann sie Krebs erzeugen. Mit zunehmender Vergiftung erhöht sich die Chance, dass die Kreatur nach ihrem Tod nicht verzehrt werden kann. Alles klar. Meine Leute werden alle sterben. Theoretisch könnte ich doch hier auch ein Dach drüber machen, ne? Zone Dachbaum. So. Schießrausch, giftiger Fallout. Ist immer noch, okay. Okay, meine Leute werden alle hops gehen. Giftiger Fallout, das ist natürlich krass, das hatte ich bisher auch noch nicht. Ich könnte hier so Pfeiler hinmachen, ist hier auch schon, aber was mache ich denn dann hier mit überall? Mit 10% geht das auch wieder runter. 9,9, das geht richtig langsam runter. Am besten buddeln die alle hier nur noch, ne? Aber wir sind hier auf jeden Fall schon fertig, voll geil. Böden. Platte aus Sandstein. Trauer Arnie. Schlechter Laune. Oh Junge, hier sind noch Bäume, aber die werden jetzt gleich weggemacht. Jo, komm hier, nimm das Ding da. Oh, nuklearer Fallout, das hatten wir bisher auch noch nie, ne? Da bin ich mal gespannt, was wir damit machen, wie wir das überhaupt hinkriegen. Ja, jetzt kommt dieser scheiß Tributantreiber schon wieder. Okay, das wird unser neuer Entspannungsraum. Dann können wir den auch abreißen hier. Abbrechen. Wie wäre es denn, wenn ich einfach mal just for fun für unsere Tiere hier, ne? So. Ne, komm, den reißen wir ab. Dass die ein bisschen Dach haben hier. Aber wenn hier kein Licht drauf scheint, dann haben die auch wieder kein Gras. Das ist auch wieder scheiße. Intensivbetten. Ja. So, jetzt müssen wir den bauen. Das dauert 45 Jahre. Arbeit. Möbel. Bett. Intensivbett. Ja, wir haben Intensivbetten, Leute.
So, die sollen reichen. Hat Intensivbett aus Stahl? Scheuert oder was? Intensivbett. Ah. Ja, alles klar. Intensivbett aus Stahl. Intensivbett aus Stahl. Mal kurz gucken, warte mal. Operationserfolgschance 110%, alles klar. Wir haben ja aktuell noch genug Stahl, also von daher passt das. Was kostet denn so ein Ding? 5 Bauteile! Scheiß die Wand an! Hier war doch eine Besuchergruppe. Ich brauche Bauteile, Alter. Ach, das ist der scheiß Tributeintreiber, ne? Ah, ne, lass mal. Bauteile. Fick die Henne. Wo kriege ich denn jetzt Bauteile her? Vor allem so viele. Stahl. Oh ja, hier. Da haben wir Bauteile. Geschenk vom Flohenden Reich, Silber. Okay, okay, okay. Maschinenreste, geil. Den auch. Den auch. Bumm, bumm. Bumm. Jade, auch interessant. Jade hi, Jade hu. Hier sind auch nochmal Bauteile. Quest verfügbar. Scheiße, ich brauche Bauteile. Ich brauche viele Bauteile. Ja. Ich kann nicht ein scheiß Intensivbett bauen. Hier Casanova. Maschinenreste. Wiener. Auch hier. Maschinenreste. Fick die Henne, Alter. Oh, guck mal. Antikes Sicherheitsgeschütz. Geil. Habe ich ja noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Bauteile. Ich habe 3. Casanova, ihr fertig machen. Wir haben schon mal ein Medizinbett. Das ist schon mal sehr geil. So. Puh. Haben wir schon mal 2 Medizinbetten. Schon mal besser wie gar keine. Wir brauchen dringend Medizinbettis. Elf. 2 Medizinbetten, 5 Stück für einen so ein Ding, ne? Das ist natürlich schon übel. Okay, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge packen wir hoffentlich unser Freizeitraum hier oben hin. Und ich hoffe, der giftige Fallout lässt doch irgendwann mal, dauerte 2,3 Tage. Okay. Ich hoffe, der lässt auch irgendwann mal nach. Sonst haben wir die Arschkarte, wenn wir alle Krebs haben und verrecken. ja, ich bedanke mich einfach mal recht herzlich fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald, Rian. Ciao. Mit V.